Und guten Abend, herzlich willkommen heute mal nicht im Museum für Naturkunde, sondern, wie man schon sieht, vor dem Museum für Naturkunde. Wir sind heute verabredet für eine Tour, die sich weniger den Inhalten des Museums, also der Biologie, der Diversität, der Kontinentaldrift oder vielen anderen Themen verschreibt, sondern wir wollen uns heute mal das Museum in seiner Entwicklung und einige der forschenden Personen hier in den letzten 200, 250 Jahren ein bisschen genauer angucken. Mein Name ist Tom Werner, ich bin einer der Guides hier am Museum für Naturkunde. Wir haben ja gerade wieder aufgemacht und ich bin ganz optimistisch, dass ich euch und sie demnächst wieder in Person hier begrüßen kann. Aber im Moment sind wir eben noch online unterwegs und heute Abend wollen wir uns eben ein bisschen genauer anschauen, wie sich das Haus entwickelt hat, was für Menschen hier tätig waren. Und wie immer gilt, wer Fragen hat, soll fragen. Wenn es Kommentare gibt, Nachfragen gibt, irgendwas vielleicht gerade hier draußen auch audiomäßig nicht zu verstehen ist, weil wir haben ja doch ein bisschen Straßenverkehr hier direkt hinter uns bzw. vor uns, dann einfach nochmal nachfragen, dann wiederholen. Also Online-Formate, um so ein bisschen über die Zeit zu kommen, bis man wirklich wieder so richtig zu uns kommen kann. Und da ist das eine oder andere vielleicht schon mal aufgefallen oder eben auch nicht aufgefallen. Denn wenn man mal ein bisschen nach oben guckt, sind doch hier einige ganz interessante Dinge zu sehen. Da sieht man eine Reihe von Schmuckelementen, die interessieren uns heute gar nicht so sehr, auch wenn das Projekt insgesamt natürlich sehr interessant ist. Dieser ganze Gebäudekomplex hier entsteht ja Ende der 1880er Jahre mit dem Museum für Naturkunde hier hinter mir als zentralem Gebäude. Links von mir oder beziehungsweise rechts von mir haben wir das heutige Bundesbauministerium, damals die Bergakademie, weil Preußen mit Schlesien ja auch einen großen Bereich des Bergbaus hatte und dann eben natürlich auch eine Bergakademie brauchte. Und genau gegenüber, wenn wir darüber schauen, sehen wir ein drittes Gebäude, das ist die damalige Landwirtschaftliche Hochschule, heute LGF, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der Berliner Universität, sprich der Humboldt-Universität. Architekt des Ganzen war ein gewisser Augustide und das Gelände hier vorher war eigentlich benutzt worden von einer ganz anderen Institution, von der Königlichen Eisengießerei. Also wer sich so interessiert, so für Kunstgewerbe, für so Tore, Zäune, aber auch das Nationaldenkmal auf dem Kreuz und so weiter. Das ist alles hier gegossen worden. Aber diese Firma, die wird umgesiedelt in den 1860er, 1870er Jahren. Wir sind ja hier doch recht zentral in Berlin und man braucht Platz entsprechend. Und dann ist die große Frage, was soll eigentlich hier hin? Und dann kann man sich vorstellen, dass es da durchaus verschiedene Interessen gab. Ne? Da gab es die einen, die sagten, wir wollen jetzt endlich hier ein großes Museum für Naturkunde, wo eben das Zoologische Museum, das Paläontologische Museum und das Mineralienmuseum einziehen können entsprechend. Andere sagten, viel wichtiger ist es doch, uns um die Menschen zu kümmern, was wir vielleicht auch gerade im Rahmen der Corona-Pandemie sagen würden. Wenn jetzt Leute krank sind, dann müssen wir uns darum kümmern. Wer waren also diese Protagonisten? Das war die Charité mit Rudolf Virchow ganz weit vorn. Da gibt es dann aus den 1870er Jahren auch so Archivunterlagen, wo man sieht, dass Rudolf Virchow ganz erbittert dagegen war, hier so ein Museum zu bauen. Hier sollte die Charité nochmal hinwachsen mit neuen Kliniken, mit neuen Laboren und so weiter. Aber am Ende, das Museum steht ja schließlich hier, haben sich andere Leute durchgesetzt und dieses Haus wurde gebaut. Und in der damaligen Zeit, 1880er Jahre, Kaiserreich, da hat man ja noch etwas anders gebaut als heute. Da hat man das auch sehr geschmückt. Da hat man natürlich die großen Männer geehrt. Ne? Das klingt aus der heutigen Perspektive immer so ein bisschen merkwürdig, dass da immer über Männer geredet wird, über Forscher geredet wird, gar nicht über Forschende, um vielleicht Frauen überhaupt die Chance zu geben, damit reinzurutschen, sondern da wird eben über Forscher ja, oder große Männer geredet. Und einige von denen sind hier eben auch quasi in Person abgebildet und benannt. Dann könnten wir mal anfangen mit dem Herrn hier links, Leopold von Buch. Ja, da sehen wir eine Statue, die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Wir sehen, das ist schon alles ganz grau und schwarz geworden. Das könnte bei Gelegenheit vielleicht auch mal gereinigt werden. Das passiert sicherlich auch, wenn wir mit unserem großen Bauprojekt hier weiter voranschreiten. Da ist sicherlich auch so ein kleiner Putz für diese Statuen und so weiter drin. Leopold von Buch, das ist ein Zeitgenosse von Alexander von Humboldt gewesen, auch thematisch mit Alexander von Humboldt ganz eng verbunden. Mann, der sich sehr für Minerale, für Geologie, für Geographie, für Gesteine, für die Sedimente und so weiter interessiert hat. Und der eben auch ähnlich wie Alexander von Humboldt ein reicher
historischen Hintergrund hatte. Da kann man mit dem von vielleicht schon mal so ein bisschen argumentieren, ne? So ein leicht adliger Hintergrund, was jetzt nicht zwingend mit Reichtum verbunden sein muss, aber in dem Falle eben schon. Und so ist es eben so, dass dieser Mann nie gezwungen ist, irgendwo eine Anstellung zu suchen, sich vielleicht auch mal ein bisschen krumm zu machen und seine Themen anzupassen, sondern der konnte an den Dingen forschen, die ihm Spaß gemacht haben. Und das waren eben Minerale, das waren Gesteine, die Frage, wie sich Sedimente bilden. Er ist einer der Ersten, der entdeckt, dass Fossilien benutzt werden können, um Sedimente zu bestimmen, weil eben bestimmte Fossilien nur in bestimmten Sedimenten auftauchen beispielsweise. Er hat auch eine gewisse Sammlung zusammengebracht, die ist dann aber nach seinem Tod auseinandergegangen. Die wurde eben nicht als eine einheitliche Sammlung beieinander gehalten. Teil der mineralogischen Überlieferung ist eben bei uns im Haus. Viele andere Dinge haben sich verstreut. Und auch wenn in der Zeit vielleicht jemand ein durchaus wichtiger Forscher war, eine durchaus auch bedeutsame Sammlung zusammengebracht hat, heißt das nicht, dass diese Sammlung über die Zeit noch wirklich besteht und weitergeführt wird, daran gearbeitet wird. Die ist relativ verstreut, daran gearbeitet wird dann doch, ne, aber eben nicht an einer Sammlung, sondern an den Splittern quasi dieser Sammlung an verschiedenen Orten. So viel vielleicht zu Leopold von Buch. Gibt es dazu Fragen oder gibt es auch allgemein zum Standort, zum Haus, zum Architekten Fragen? Bisher noch nicht. Hallo auch von mir. Hier ist Marc, Social Media Manager im Haus. Erstmal danke für das Feedback, dass die Tonqualität anscheinend trotz Straßenbahn immer ganz gut zu sein scheint. Wie von Tom schon meint, Fragen immer gerne über den Chat und dann beantworten wir dir. Beziehungsweise wir werden versuchen, sie zu beantworten. Ja. Ne? Es gibt ja immer mal wieder Fragen, die wir nicht gleich oder nicht so aus der Hüfte beantworten können entsprechend. So, da haben wir den einen, das ist Leopold von Buch, aber gegenüber steht ja noch ein anderer, den man quasi auch als Säulenheiligen bezeichnen könnte. Wir sind ja eine wissenschaftliche Institution, wir sind ein Forschungsmuseum. Insofern passt der Begriff Säulenheiliger ja gar nicht so sehr, weil das ja eher so im religiösen Kontext steht. Er passt auch im architektonischen Kontext ja gar nicht, weil wenn, hätten wir es ja hier nicht mit einem Säulenheiligen, sondern mit einem Pfeilerheiligen zu tun. Denn eine Säule ist ja schließlich rund und worauf der Johannes Müller da eben steht oder eben auch der Leopold von Buch steht, ist ja jeweils ein Pfeiler, ein viereckiges Etwas. Ja, und Johannes Müller ist auch eine ganz, ganz wichtige Person in der Berliner Wissenschaftsgeschichte. Ist ein Mann, der eigentlich vor allem als Mediziner bekannt geworden ist. Ein eben schon genannter Mann, Rudolf Virchow, wird auch die Grabrede halten Ende der 1860er Jahre. Johannes Müller ist eben auch so wieder das typische Beispiel, wie wir das dann auch nochmal sehen werden, dass es doch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die Medizin studieren und dann aber doch sich in einem größeren Zugriff den Naturwissenschaften widmen. Von der Medizin ausgehend, von dem Vergleichen, was sie da tun, eben noch den größeren Weg gehen wollen, um die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die geologische Welt für sich und alle anderen entsprechend zu erkunden. Johannes Müller ist ein Mann, der als Zoologe unterwegs ist, der als Anatom unterwegs ist, der als Physiologe unterwegs ist und der ist sowas wie der Stammvater, kann man so ein bisschen sagen, der Zoologie, der Physiologie, der Medizin vielleicht auch in einem weiteren Sinne hier in Berlin, denn viele der nächsten Generationen, von denen wir ja einige dieses Jahr auch wiederum feiern mit dem Wissensjahr Berlin 2021, ne? Hermann von Helmholtz, Rudolf Virchow, aber auch Aimé du Barrémont und andere sind seine Schüler, sind die nächste Generation, die ganz entscheidend von ihm geprägt wurde. Und er hat im Grunde, weil er eben die Generation davor war, diese Wissensgebiete noch als ein Mensch überblicken können, was die nach ihm kommende Generation nicht mehr konnte. Warum nicht? Natürlich nicht, weil die jetzt einfach dümmer geworden sind und das nicht mehr hingekriegt haben, sondern weil diese Wissensgebiete so unglaublich gewachsen sind. Und dann konnte man vielleicht die Pathologie als solche noch überblicken, aber eben nicht mehr die Pathologie und die Physiologie und die Zoologie und die, was weiß ich nicht alles. Das splittert sich dann auf und wird eben immer spezieller und dafür immer tiefgreifender. Johannes Müller ist insofern eben eine wichtige Figur, weil er das noch so in einem Sinne einer Einheit der Wissenschaften, einer Einheit der biologischen Wissenschaften noch in der Hand hielt und die nachfolgenden Generationen dann eben mit kleineren Anteilen sozusagen damit unterwegs sind, aber damit eben auch genauer arbeiten können, weiterkommen, genauere Forschungsfragen stellen können, bessere Forschungsinstrumente haben und so weiter und so fort. Die Statue, die wir da sehen, die eben auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch ein bisschen aufgehübscht werden könnte, die ist von Hermann Heidel hergestellt, von einem Mann, der sich, glaube ich, so auf der ganz großen Ebene nie durchgesetzt hat als Bildhauer, als Künstler, aber eben doch an der einen oder anderen Stelle, da gibt es ein Beethoven-Denkmal, da gibt es das für Luther und für andere, doch eine relativ prominente Rolle gespielt hat im Laufe der Jahrzehnte. Eine Frage gibt's. Oder einen Kommentar, der auch eine Frage sein könnte. Also meint jemand, als Kind fand er die Einschlusslöcher
interessant in der Fassade. Gibt es dazu was zu sagen oder wolltest du das nicht? Na klar, dazu gibt es was zu sagen. Wenn wir jetzt vielleicht einfach nochmal hier die Fassade in den Blick nehmen, als Ganze nochmal rübergehen zum Bundesbauministerium entsprechend, da sehen wir, die Fassade ist echt schick. Ne? Da sieht man, die ist neu gemacht, die ist ganz gleichmäßig, die ist ganz schön. Und unsere Fassade ist natürlich auch schön, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Aber die ist eben anders schön. Ne? Und da sehen wir eben tatsächlich noch Einschusslöcher. Und das sind Folgen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich. In Berlin, also ich bin Anfang der 90er Jahre hier nach Berlin gekommen, dauerhaft. Und wenn man da so durch die Stadt gegangen ist, da hat man noch an vielen Stellen, an Wohngebäuden, an irgendwelchen größeren Gebäuden gesehen, dass da Ecken fehlten, dass da Splitter eingeschlagen sind, dass da Kugeln eingeschlagen sind. Das ist heute fast aus dem Stadtbild verschwunden. So, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren ist das Allermeiste verschwunden. Und gerade hier, wo die große Sanierung ja jetzt in den nächsten Jahren ansteht, da ist eben noch ein bisschen was zu sehen. Das sind immer noch Folgen des Zweiten Weltkriegs. Also der letzten Wochen, Tage hier die Schlacht um Berlin, da hat es eben auch erhebliche Einbußen hier für das Museum, für das Gebäude und für die Sammlung entsprechend gegeben. Nochmal Zweiter Weltkrieg. Stimmt es, dass da besondere Stücke im Keller vergraben wurden? Ja, das stimmt tatsächlich. Also das Museum für Naturkunde hat nicht so sehr wie andere Häuser Dinge ausgelagert, was jetzt vielleicht mit den Themen, die wir schon hatten, Leopold von Buch, Bergakademie und so weiter, gut passen würde, in irgendwelche Bergwerke, nämlich ins Schlesische hinein oder im Harz oder anderswo, um das dann tief in der Erde, 500 Meter tief, 800 Meter tief, was weiß ich, gut zu sichern und zu schützen, sondern das Museum für Naturkunde hat im Grunde die gesamte Sammlung hier behalten, hat die zum Teil im Keller oder zwischen den Gebäuden vergraben und tatsächlich hat zumindest, ja, so grosso modo, der größte Teil der Sammlung das überstanden. Was nicht überlebt hat, das sind die Wale. Das Haus hat ja eine sehr große Sammlung an Walknochen. Da gibt es, glaube ich, noch eine Wirbelsäule, die beeindruckend genug ist, von einem Pottwal, glaube ich. Die liegt in der Knochensammlung oben auf so einem Schrank, über viele Schränke verteilt entsprechend. Das sind natürlich sehr große Wirbel dann. Aber alles andere dieser Systemgebietes ist dann beispielsweise im Zweiten Weltkrieg untergegangen. Okay, danke. Das war's erstmal. Okay, wenn wir nochmal hier hochschauen, sehen wir weiter oben, da werden ja noch mehr, eben Männer. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, Frauen sind gar nicht fähig, solche Rollen auszuüben, solche Rollen auszuführen. Das hat einfach mit der Geschichte zu tun. Damit sind eben Frauen lange Zeit überhaupt nicht in der Lage, ein Studium zu absolvieren, zu beenden, so eine Position zu bekommen. Insofern sind es einfach Männer, die hier geehrt werden. Und das fängt ganz links an. Mit Herrn Ehrenberg, Christian Gottfried Ehrenberg, ein Mann, der auch so aus dem Feld der Geologie, Minerale entsprechend kommt, der aber auch an Mikroskopen gearbeitet hat. Es gibt ein sogenanntes Ehrenberg-Mikroskop, was, wie ich glaube, gar nicht so die richtige Bezeichnung ist, weil er ist der Mann, der es verwendet hat, aber dahinter steht ein Mann, der heißt, glaube ich, Scheik, der hat diese Mikroskope gebaut, aber über Ehrenberg, den bekannten Forscher, sind die dann eben auch wiederum bekannt geworden und haben diesen Begriff entsprechend bekommen. Da müsste man mal gucken, Ferdinand Dammer schon lange Jahre hier als Mineraloge am Haus ist, glaube ich, gerade dabei, diese Geschichte noch mal ein bisschen genauer aufzuarbeiten entsprechend. Und Ehrenberg ist dann eben wiederum auch ein Mann, der sich mit Kleinstlebewesen beschäftigt hat, alles was so im Meer so ein bisschen herumtreibt und so weiter, so in Richtung Plankton auch und solche Geschichten. Das hat übrigens auch Johannes Müller interessiert, der diese Tiere damals Auftrieb nannte. Ne? Und später wird der Begriff Plankton dafür verwendet. Ehrenberg ist wiederum wichtig für Humboldt, den Mann in der Mitte da oben. Ne? Also ohne Humboldt kommen wir hier nicht aus. Ne? Also auch wenn wir sagen, wir wollen jetzt mal so ein bisschen Hidden Champions, etwas unbekanntere Namen vorführen, dann klappt das in der Regel nicht gut, ohne Humboldt überhaupt zu erwähnen, weil die eben doch in diesem Netzwerk der Wissenschaften mit ihm gemeinsam gearbeitet haben, nach ihm gekommen sind und damit eben der Name nicht einfach ausgespart werden kann. Und Ehrenberg ist ähnlich wie Leopold von Buch eben ja freundschaftlich verbunden, würde ich mal sagen, mit Alexander von Humboldt, so in etwa dieselbe Generation, nicht derselbe Hintergrund, was so die Finanzen und das Familiäre angeht, aber was die Interessen angeht, die Forschertätigkeit angeht, sind die auch recht eng unterwegs gemeinsam. Und Ehrenberg wird sich eben sehr viel mit geologischen Dingen beschäftigen, aber eben auch mit biologischen Dingen. Er wird, glaube ich, über 1000 dieser kleinen Tierchen als Erstbeschreiber überhaupt mal benennen. Das ist ja auch wichtig bei Tierarten, egal ob so ein großer Elefant ist oder so ein kleines Pantoffeltierchen. Es muss ja erstmal beschrieben werden, wie es aussieht, wie es sich bewegt, wie die Physiologie, die Verdauung und so weiter funktioniert. Da hat er wirklich Bahnbrechendes geleistet und ist eben immer wieder eng mit Humboldt unterwegs gewesen und tatsächlich im ganz engen Sinne unterwegs gewesen, zum Beispiel auf der Reise nach Russland, gemeinsam dann mit Gustav Rose entsprechend. Ja, und ganz rechts haben wir dann noch einen Herrn Weiß, Christian Samuel Weiß,
Der ist ganz strikt als Mineraloge unterwegs, deshalb wird er auch in unserer Mineralienausstellung geehrt. Entsprechend, da gibt es quasi eine ganze Vitrine für ihn. Im Grunde der Einzige, der da eine ganze Vitrine bekommen hat, ist ja Alexander von Humboldt. Alle anderen teilen sich jeweils zu zweit oder sogar zu dritt eine Vitrine. Er hat einen größten Teil einer Vitrine bekommen. Er ist nämlich ganz wichtig, weil das, was für uns heute ja wichtig ist beim Begriff Mineral, diese Kristallstruktur, ist ja lange Zeit so klar nicht der wissenschaftliche Hintergrund. Und Herr Weiß ist eben der, der als einer der ersten, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, in Frankreich gibt es dann wieder andere Vertreter und anderswo sicher auch, eben sagt, das müssen wir nach diesen Kristallformen einsortieren, Minerale. Nicht nur nach den Elementen, die da drin enthalten sind, sondern nach der Kristallform. Ist das eben viereckig, sechseckig, achteckig, wiederholt sich das und so weiter und so fort. Insofern sehen wir schon ein Stück der Geschichte dieses Hauses, was aber doch in einer gewissen Weise immer noch um Humboldt herum rotiert, könnte man sagen. Aber wir sehen auch was anderes. Wir gehen noch mal näher ran. Wir haben die großen Plakate für unsere Parasitenausstellung, für die Frage Artensterben nicht mit uns. Da geht es beispielsweise um die Zucht von Aras. Wir hatten ja die wunderbare Ara-Ausstellung, die hoffentlich auch einige gesehen haben. Und hier ist eine Tafel, die ist eigentlich auch nicht so klein. Wenn man jetzt so davor steht und keine Menschen hier so rumrennen und irgendwie die Aufmerksamkeit dann ablenken, sieht man, die Tafel ist eigentlich recht groß, recht prominent hier befestigt und Walter Arndt ist im Grunde ein Name, der fast vollständig vergessen ist. Also ich glaube, kaum einer unserer Besucher nimmt die Tafel überhaupt wahr und wenn, liest dann vielleicht den Namen und guckt sich nochmal an, was da vielleicht für eine Person dahinter steht. Walter Arndt ist ein Mann, der sehr jung schon sich entschieden hat, in die biologische Forschung zu gehen, der wiederum, das hatten wir eben auch als Thema, schon Medizin studiert und das auch abschließt. Aber eben schon mit dem Studium oder eigentlich sogar schon vor dem Studium als Schüler ist er schon in der biologischen Forschung unterwegs, macht Reisen mit, wird da eingeladen, da kennt man, Mensch, das ist so ein ganz junger Mann, der ist so interessiert, der ist so fähig auch, der kann Arten klassifizieren, der ist so gut dabei. Da bekommt er eben die Möglichkeit, schon als Schüler mitzuarbeiten bei Expeditionen, jetzt nicht ganz in die große weite Welt, aber in Schlesische hinein, zu diesem Fluss, zu jenem Gebiet und so weiter, kann da mitarbeiten, kann Kontakte knüpfen entsprechend und wird ein Mann, der tatsächlich dann auch für das Systematische, für das Klassifizieren, für das Einordnen eine unglaublich wichtige Rolle spielen wird. Denn das Einordnen, das Klassifizieren, das Systematisieren, nicht? Diese Frage, wo gehört denn ein Tier hin, die Art, die Familie, die Überfamilie, die Klasse, die Ordnung und so weiter, das sind ja ganz wichtige Fragen. Damit hat er sich intensiv beschäftigt. Da war er dann auch in der entsprechenden internationalen Kommission seit den 20er Jahren bis zu seinem Tod tätig. Und Walter Arndt war eben auch ein Mann, der wie viele seiner Generation doch mit einem gewissen Eifer sich in den Ersten Weltkrieg begeben hat, ne, mit einem Schwung gedacht hat, wir müssen unsere Feinde in den Staub werfen und werden das innerhalb weniger Wochen schaffen, im Sommer 1914, spätestens bis Ende 1914. Und der wie viele dann doch davon kuriert wird, sage ich jetzt einfach mal. Der dann in Kriegsgefangenschaft gerät in Russland für mehrere Jahre und dann auf einem ganz merkwürdigen Weg, quasi durch Russland bzw. China über Japan die USA nach Deutschland zurückkehrt, aber dann eben, wenn man sich das überlegt, durch ganz Russland, durch quasi China, Japan, USA, dann würde sich anbieten, über Großbritannien oder über Frankreich wieder zurückzukommen oder direkt über Deutschland, über den großen Hafen Hamburg. Der hat dann erst nochmal einen Abstecher nach Schweden gemacht und ist dann nach Deutschland zurückgekommen. Und diese Erfahrung des Ersten Weltkriegs hat ihn eben auch geprägt für sein gesamtes weiteres Leben. Auch die Russischkenntnisse, die er da erworben hat durch die lange Kriegsgefangenschaft. Und ihm war klar, so einen Krieg müssen wir jetzt nicht nochmal haben. Das ist gefährlich. Ne? So ein Krieg ist nicht eine große, heroische Kraftanstrengung eines Volkes, das dann ein anderes Volk niederwirft und im ewigen Ruhm dann sich sonnen kann, sondern das hat vor allem damit zu tun, dass unendlich viele Leute sterben, leiden, ein Bein verlieren, ihr Leben im übertragenen Sinne verlieren, indem sie vielleicht das sogenannte Kriegszitterer, sprich also mit einer entsprechenden posttraumatischen Belastungsstörung, würden wir heute sagen, nach Hause zurückkehren. Und für ihn war klar, noch ein Krieg kann dieses Land, kann eigentlich keiner brauchen. Und dem gibt einer gewissen offenen Weise Ausdruck, nicht in der ganz offenen Weise. Er ist dann ja seit den frühen 20er Jahren Kustos hier am Museum für die Schwämme, für die Korallen und so weiter. Aber er gibt dem Ausdruck so im engeren Kollegenkreis, ne? So Kollegen, mit denen man enger zu tun hat, denen man vertraut, auch im familiären Umfeld wird er das tun entsprechend und
da wird er dann später denunziert, 1943. Ne? Das ist dann eine Zeit, in der vielen, gerade in der Regierung schon klar ist, dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Die Fronten weichen alle ganz erfolgreich zurück sozusagen. Und da wird ja sowas sehr heftig verfolgt. Ne? Da sagt man nicht, da hat mal jemand seinem Herzen Luft gemacht, sondern da wird das ganz heftig verfolgt. Wehrkraftzersetzung ist dann so ein Wort, was verwendet wird. Und er wird dann tatsächlich zum Tode verurteilt und 1944 in Plötzensee hingerichtet. Das Interessante ist dann wiederum, dass nach dem Zweiten Weltkrieg rauskam, wer ihn denunziert hat. Da gab es eine Denunziation aus dem privaten Umfeld und eine Denunziation aus dem Umfeld des Museums. Und da gab es ja dann nach dem Podcast schon so Kommentare, dass das so ein Wanzenforscher war. Und das stimmt tatsächlich. Das war ein Wanzenforscher hier am Museum. Der hat Walter Arndt entsprechend denunziert, also ohne seinen Namen zu nennen, angeschwärzt bei den NS-Behörden entsprechend, und der wird dann später, kurz bevor es dann die DDR gibt, also noch vor der Gründung 1949, angeklagt und tatsächlich verurteilt und sitzt dann, glaube ich, eine ganze Weile im Gefängnis entsprechend. Ne? Also mit diesem Haus, allein mit dieser Fassade, kann man schon eine ganze Menge Geschichten erzählen. Die Fassade wird sich wie das ganze Haus in den nächsten Jahren, in den nächsten etwa 10 Jahren, ganz gewaltig ändern. Wir hatten ja bis vor kurzem hier so ein anderes großes Banner, da stand ganz groß Danke drauf, denn wie viele ja mitbekommen haben, wir sind ja in der guten Lage, jetzt in den nächsten 10 Jahren etwa 600 Millionen Euro hier in den Umbau des Hauses, in die Herstellung der Klimatechnik, in die Digitalisierung und so weiter und so fort zu stecken. Und insofern denke ich, wird hier auch an der Fassade das eine oder andere sich tun und dann wird das Haus noch ein bisschen hübscher werden. So viel vielleicht hier im Außenbereich. Gibt es Fragen? Nee, erstmal nicht. Ich habe das gemerkt, wir haben auf jeden Fall einen Humboldt-Fan. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir genau langsam mal. Und vielleicht kannst du ja auf dem Weg was von Jakob erzählen. Bitte? Kennst du Jakob? Kenne ich Jakob? Ja, ich habe einen Kollegen Jakob. Nee, ich meine unseren Wasserpapagei von Humboldt. Ah, unseren Wasserpapagei. Ja, über den kann ich auch was erzählen. Der Wasserpapagei Jakob, das war ja ein sehr, sehr langjähriger Begleiter Alexander von Humboldts. Und den hat er nur bekommen, weil er Goethe kannte. Und Goethe war ja wiederum gut bekannt mit dem entsprechenden Herrscher in Weimar. Goethe war ja dann noch Staatsrat und hat die Geschäfte der Regierung geführt zeitweise. Und irgendwann war Alexander von Humboldt da mal wieder zu Besuch. Und ich muss gerade überlegen, wie der hieß. Ne, Goethe. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall der weimarische Herrscher, der stirbt und legt dann fest, dass nach seinem Tod dieser Papagei an Humboldt gehen soll. Ein sogenannter großer Wasa-Papagei. Und das passiert dann auch und er kommt zu Humboldt und bei Humboldt wird er dann, glaube ich, noch knapp 30 Jahre leben. Ne? Humboldt wird ja sehr alt, wird fast 90 Jahre alt, und als er da etwa 60 war und diesen Papagei bekommen hat, hat, glaube ich, kein Mensch damit gerechnet, dass das Tier überhaupt noch so lange lebt oder dass auch Humboldt noch so lange lebt. Und dieser Jakob, der hat eben gelernt, was sein Herrchen so will. Da gibt es so an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Überlieferungssträngen, so die Texte, die der konnte, zum Beispiel mehr Zucker Seifert oder mehr Kaffee Seifert. Und Johannes Seifert, das war der Diener von Humboldt, der musste ihn eben versorgen mit Kaffee, und da wollte offensichtlich Humboldt immer ordentlich Zucker rein, damit er süß ist, Energie hat, ihn aufweckt und so weiter. Ja, der Papagei stirbt. Kurze Zeit später stirbt Humboldt. Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich ein kausaler Zusammenhang besteht, aber zeitlich ist das relativ dicht beieinander. Und der Papagei als Balg, ne? Wir sammeln ja Vogelbälge, das heißt, das Innere wird entnommen, nur die Haut mit den Federn und dem Schnabel wird entsprechend aufbewahrt. Das hat man später nochmal untersucht und hat dann festgestellt, das ist gar kein Jakob, sondern eine Jakobine, sprich ein Weibchen. Ne? Bei bestimmten, gerade Vögeln, gerade bei Papageien ist das gar nicht so einfach. In der Regel würden wir hier sagen, na, bei den meisten Vögeln, Enten und so, sieht man doch sofort, wer das Weibchen ist, wer das Männchen ist. Die Weibchen so ein bisschen in Tarnfarben, die Männchen eher hübsch geschmückt und so. Bei den Papageien ist das nicht so einfach. Da muss man immer ganz genau hingucken. Und da ist es eben so, dass es ein Weibchen war an der Stelle. Das hat man damals einfach nicht gewusst. Das hat man später erst herausbekommen. Der wird immer gern gezeigt eigentlich, beziehungsweise wird gern angefragt. Aber das ist gar nicht so einfach, weil im Lauf der Zeit Alexander von Humboldt, 1859 gestorben, da sind jetzt auch schon wieder 160 Jahre vergangen, hat es dem Jakob oder dem der Jakobine auch den einen oder anderen Schaden dann zugefügt, und die eine Seite sieht jetzt eigentlich gar nicht mehr so toll präsentabel aus. Wir müssen mal gucken, wie wir weiter damit umgehen, aber in den letzten Jahren war das immer so eines der Tiere, die am häufigsten angefragt wurden hier, ne? Weil Alexander von Humboldt dahinter, das ist natürlich dann immer eine ganz besondere Geschichte.
So, ja, danke schön. Test bestanden. Sehr gut. Dann sind wir ja schon auf dem Weg zur nächsten Station, richtig? Genau, wir gehen hier einmal so ein bisschen um die Ecke herum. Ihr merkt, wir gehen hier um unser Gebäude herum. Ihr merkt auch, hier sieht es ganz anders aus. Das hat natürlich damit zu tun, dass man in Preußen auch immer aufs Geld geachtet hat. Man hat schon auch richtig ordentlich Sachen in die Gegend gestellt, die nach was aussehen. Aber warum sollte man jetzt so in einem hinteren Bereich dann alles noch so schick verkleiden? Da hat man eben einfach mit den Ziegeln gearbeitet. Da sieht man das auch verschiedene Farben, so ein bisschen sind auch so Art Muster zu entdecken und so weiter. Aber es ist eben doch deutlich einfacher als im richtigen Schaubereich vorn, wo die Leute gucken und staunen sollten. Wir sind jetzt hier im Ostbereich des Museums. Wir standen vor dem Museum. Der Markt guckt jetzt hier quasi in Richtung Norden, also da ist Westen, da ist Osten. Wir sind jetzt hier im Ostflügel des Museums. Vor dem Ostflügel des Museums, den wollen wir uns von außen nochmal angucken. Da wird euch nämlich gleich was auffallen. Da sind garantiert keine Einschusslöcher zu sehen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, Anmerkungen gibt, Hinweise gibt, einfach immer fragen. Ja, zum Ostflügel gab es vorhin auch schon einen Kommentar, dass der ja wohl auch einen Kriegstreffer bekommen hat. Ganz genau. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter rumgehen, dann sehen wir, dass hier tatsächlich dieses Mauerwerk ziemlich unterschiedlich aussieht. Wir haben hier vorne dieses klassische Mauerwerk, auch oben mit diesem Skulpturenschmuck so ein bisschen hübscher gemacht. Und dann sehen wir so ein ganzes Stück, was so ganz hell ist, ganz weiß ist, viel gleichmäßiger. Und dann geht das wieder so über, so ein bisschen versetzt über die Stockwerke, mehr kaputt, weniger kaputt. In das klassische Bild. Ne? Das ist der Ostflügel und hier gab es eben wirklich einen Volltreffer. Hier muss man sich vorstellen, hier ist eine riesengroße Fliegerbombe, keine Ahnung, eine 500-Kilo-Bombe oder sowas eingeschlagen und diesen Gebäudeteil, den hat es komplett zerfetzt. Anders kann man das gar nicht sagen. Und die Druckwelle, die durchs Museum dann ging, ne, das hat nicht nur hier an der Stelle so lokal so einen kleinen Einsturz zur Folge gehabt, sondern da gab es natürlich eine Druckwelle, die relativ viele Fenster, Vitrinen und so weiter zerstört hat, was dann beispielsweise in der Vogelsammlung im Stresemann-Saal auch Folgen hatte. Und hier war dann für viele Jahrzehnte so eine offene Wunde, kann man wahrscheinlich wirklich so sagen, für das Museum, auch für die Besucher, für unsere Fans, so eine offene Wunde. Und hier hat sich über Jahrzehnte nichts getan. Da gab es dann immer so den Blick, naja, das war die DDR, ne? Die haben das halt irgendwie nicht hingekriegt. Wenn wir uns dann die Geschichte angucken, es geht dann eben auch das Jahr 1990 ins Land, es geht auch das Jahr 1995 ins Land, es geht auch das Jahr 2000 ins Land. Und dann dauert es noch ein bisschen, dann gibt es die Entscheidung, diesen Ostflügel hier wieder aufzubauen und neu zu gestalten. Es hat dann also auch im Vereinigten Deutschland noch mal ja, fast 20 Jahre gedauert, bis dann endlich dieser Ostflügel wieder hergestellt worden ist. Und ihr müsst euch vorstellen, dass da drin unsere große Nasssammlung untergebracht ist, unsere Alkoholsammlung. Für, ich glaube, 60 Millionen Mark hat man hier damals reingesteckt. Ungefähr hat man das wieder aufgebaut entsprechend. Und da drin sind jetzt einige Dutzend Tonnen Alkohol, also Ethanol, Trinkalkohol verbaut, die wir brauchen, um dort Tiere einzulegen. Das wird nicht mit Formaldehyd oder sowas gemacht wie in anderen Häusern, sondern da wird Alkohol verwendet in 70%iger Konzentration. Und da braucht man natürlich auch entsprechende Klimatechnik, damit einem das nicht anbrennt und die entsprechenden Präparate ganz bleiben, dass auch unsere Besucher auf der sicheren Seite sind und überhaupt die ganze Stadt. Und insofern war das ganz praktisch, hier einen Neubau zu errichten und mit all den Feuerschutzeinrichtungen, klimatechnischen Einrichtungen zu bauen, sodass wir das hier in großer Sicherheit haben unterbringen können. Und keine Fenster. Ganz genau, und keine Fenster, weil Sonneneinstrahlung bringt wieder Wärme, bringt Energie und das könnte dazu führen, dass die Wärme einen kleinen Ticken zu hoch ist und dann eventuell mit einer spontanen Geschichte da der Alkohol in Flammen aufgeht. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Wenn wir jetzt nochmal an dem Gebäude lang schauen, sehen wir, dass weiter hinten ein Gebäudeteil etwas anders aussieht wiederum. So ein Stück vorsteht und da sehen wir, die ganze Struktur ist ein bisschen anders und dann da hinten geradezu ist nochmal anders. Das Gebäude ist im Laufe seiner Geschichte auch mehrfach ergänzt worden. Warum hat man es eigentlich ursprünglich gebaut? Weil man gemerkt hat, dass im Gebäude, wo es vorher untergebracht war, kein Platz mehr war. Hat zufällig irgendjemand eine Idee, wo die ganze Sammlung, das war ja damals noch nicht so viel, noch keine 30 Millionen Objekte, aber war auch schon eine ganze Menge, wo das vorher untergebracht war? Wir schauen mal, ob ein Kommentar kommt. Mach erstmal weiter. Ich glaube, ich habe auch pädagogisch geschickt gearbeitet. Ich habe es nämlich noch nicht erwähnt. Das hätte es ja viel zu einfach gemacht. Ja. Eines der Gebäude unter den Linden. Ich gebe schon mal so einen kleinen Tipp. Na, noch kam nichts. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Traut sich jemand? Ach komm, sag's.
Das war das Gebäude der Universität. Da muss man sich vorstellen, war auch noch kleiner als heute. Da war die gesamte Sammlung untergebracht. Die paläontologische Sammlung, die zoologische Sammlung, die mineralogische Sammlung, auch eine anatomische Sammlung, kunsthistorische Geschichten. Man muss sich vorstellen, wirklich, also ich sage das mal so salopp, das Gebäude da unter den Linden, das war vollgeknallt. Und es gibt eben auch immer wieder Berichte von den Studenten und auch hier wieder der Hinweis, ich sage nicht Studenten, weil die Mädels mich nerven und ich deshalb Studierende nicht gern sage. Damals gibt es eben nur Studenten. Frauen waren ganz klar vom Studium ausgeschlossen. Und da gibt es eben Hinweise immer wieder in Briefen, in Tagebüchern von Studenten, dass man kaum in den Hörsaal kam, weil alles viel zu voll war. Ne? Und dann hat man sich entschieden, einen Neubau zu machen mit all den Problemen hier, mit dem Streit, mit der Charité und hat sich entschieden, hier wird jetzt dieser Neubau hingesetzt. Aber dann war das so erfolgreich und ist das Museum wiederum so schnell gewachsen, auch in seinen Sammlungen, dass man immer wieder anbauen musste, weil das einfach nicht gereicht hat für neue Räume, um Sammlungen unterzubringen, um vielleicht nochmal mehr Forscher die Gelegenheit zu geben, ein Labor einzubauen und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, die Geschichte des Hauses ist schon eine ziemlich vielfältige. Genau, und geht spannend weiter. Genau, und ich würde sagen, jetzt haben wir von außen hier auf unsere Nasssammlung geschaut, dann schauen wir uns das doch auch mal von innen an. Genau. Denn wir haben uns zwar vor dem Museum verabredet, wollen aber natürlich auch wieder mal hineingehen. So, heute auch mein anderer Eingang. Genau. Der Diensteingang. Jetzt dürft ihr mit uns mal den Weg gehen, den wir jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber doch immer wieder gehen und demnächst hoffentlich wieder häufiger. Genau. Und wir sagen es mal zu, normalerweise tragen wir natürlich alle eine Maske, aber... Ganz genau. Ich darf heute mal die Maske auslassen, damit ihr mich versteht. Genau. Ich habe eine an. Genau. Kann ich bezeugen. Große sind die anderen. Gut. So. So, warte mal einen kleinen Moment, ich muss auf das WLAN wechseln. Okay. Also wenn es jetzt kurz ruckelt, ihr wisst warum. So. Drück hier schon mal den Knopf. Ja, genau, drück den Knopf. Wir sollten wieder da sein. Okay, wenn nicht, sagt uns Bescheid. So. Ihr habt euch vielleicht auch gewundert, warum ich so kräftig angezogen bin. Ne? Eigentlich für den heutigen Tag ist das ja fast schon zu viel. Ja, zum einen ist natürlich dieses Shirt hier quasi unsere offizielle Dienstkleidung mit dieser wunderbaren Darstellung der Dinos. Und zum anderen sind wir jetzt auch in einem Raum, wo es wirklich frisch ist. Ich weiß gar nicht, ob der Marc angezogen ist. Mir war draußen schon nicht richtig warm. Das hättest du dir vorhin überlegen müssen. Nicht, dass du dich erkältest. So, wir sind jetzt in einem Raum, in dem ist es wirklich relativ frisch. Den mögen unsere Besucher besonders im Sommer, genau deshalb. Ne? Hier kann man reinkommen und dann so ein bisschen runterkommen, so ein bisschen auskühlen entsprechend. Und der ist eben so kühl, weil hier in vielen, vielen tausend Gefäßen verschiedene Tiere aufbewahrt werden. Ne? Wenn ihr mal so schaut auf die Regale, kann man, glaube ich, erahnen, aha, das sieht so nach Fischen aus, so von der Form her. Man kann auch so Flossen erkennen. Und da oben wird es dann so ein bisschen schmaler und länglicher. Da haben wir es dann mit den Schlangen zu tun. Wir haben es hier also im unteren Bereich mit der ichthyologischen Sammlung und im oberen Bereich mit der herpetologischen Sammlung zu tun. Darüber geht es noch weiter. Ihr müsst euch vorstellen, es sind noch zwei weitere Etagen drüber. Ihr habt ja das Gebäude von außen gesehen. Das ist dieser Neubau, der speziell dafür hingestellt wurde, diese Sammlung hier so sicher zu verwahren. Damit hier eben auch noch wirklich viele Jahrzehnte für uns, für die Forscher, für die Besucher, für die ganze Welt zugänglich ist entsprechend. Wenn wir jetzt mal näher rücken, sehen wir, dass die Gefäße durchaus verschieden sind. Wir sehen, auf manchen Gefäßen sind so rote Punkte. Das ist ganz wichtig, das ist jeweils ein sogenannter Holotypus oder ein Typusexemplar. Das heißt, dieser Fisch hier zum Beispiel ist der erste Fisch seiner Art, der weltweit wissenschaftlich beschrieben wurde. So wie der ganz kleine hier. Den kennt ihr vielleicht sogar von zu Hause. Vielleicht sind ja Fans der Aquarienkultur unter uns. Das ist der Guppy. Und das ist das Typusexemplar des Guppys. Wenn also irgendjemand meint, wir haben den echten Guppy erkannt und er sieht ganz anders aus, dann muss man sich den wissenschaftlichen Regeln entsprechend zu uns bewegen und das dann vergleichen, um dann festzustellen, wer jetzt recht hat. Aber nicht nur der rote Punkt ist spannend, auch generell, dass ja die meisten Gläser so eher modern aussehen, mit diesem Anschliff. Und das ist eine relativ sichere Methode. Durch diesen Anschliff wird sichergestellt, dass da nichts ausgasen kann. Also dass der Alkohol da nicht einfach verschwindet und sich in den
in den Luftbereich verdünnisiert sozusagen. Das merkt man auch, wenn man solche Gläser mal öffnen darf. Kennt man vielleicht auch, wird ja manchmal auch für zu Hause benutzt. Gibt es ja auch so Schmuckartikel und so, wo man dann, keine Ahnung, Gewürze dann aufbewahrt oder so. Ne? Da merkt man, da muss man immer ein bisschen Kraft aufwenden, um das zu öffnen. Und dieselbe Kraft muss ja quasi dann alles nehmen, was da durch muss. Da ist ja eine gewisse enge Geschichte, da kommt also der Alkohol nicht so gut durch. Die klassischen Präparate, die waren so verpackt mit so einer Art Lackschicht. Da wurde einfach Papier oder etwas Ähnliches drüber gemacht und dann Lack, der das mehr oder weniger sicher verpackt. Und da sieht man schon an dem einen oder anderen Gefäß hier, so sicher ist das eben nicht. Das hat mit der Technik zu tun, die vielleicht auch nicht so gut ist wie die mit diesen angeschliffenen Gläsern. Das hat aber auch damit zu tun, dass die hier relativ alt sind. Die Frage bei uns ist ja immer wieder, welche Sammlungsobjekte sind jetzt die ältesten? Das ist eine Frage, die ist gar nicht einfach zu beantworten. Da wäre nämlich die Frage, was meint ihr denn mit dieser Frage? Also eine Gegenfrage. Wenn ihr meint, die Ältesten überhaupt, na, dann müssen wir natürlich in die Sammlungen gehen, wo die schönen Steine glitzern. Ne? Da sind mit die ältesten Sachen, bis hin zu Milliarden Jahre, ne? Meteoritenfunde und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, das Älteste im Sinne von als erstes in der Sammlung gekommen, dann zu uns ins Museum gekommen, dann sind wir hier genau richtig, bei Marcus Elysia Bloch. Einem Mann, der in den 1770er, 1780er Jahren ganz intensiv an Fischen geforscht hat. Der hat eine 12-bändige Geschichte der Fische geschrieben. Die ersten 3 Bände nannte er Ökonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Das sehen wir schon, das geht eben nicht nur um die reine Naturgeschichte, es geht auch um die Frage, was vielleicht irgendwie in der Fischwirtschaft irgendwie verwendet werden kann, was günstig ist und so weiter, und dann 9 Bände Naturgeschichte ergänzt. Dieser Marcus Elysia Bloch, das ist ein Mann, der hat erstmal überhaupt nichts mit der Wissenschaft zu tun. Der arbeitet auf einer ganz einfachen Ebene, ist dann ja so Hausdiener, könnte man vielleicht so ein bisschen bösartig sagen, in Hamburg auch. Und irgendwann, so mit 20, lernt er dann, glaube ich, auch so richtig lesen und schreiben und so weiter. Dann merkt er, dass ihm das Medizinische sehr liegt. Und das Thema hatten wir ja schon, Medizin, / Naturwissenschaften, das ist ja ein großes Feld, wo vieles sich überschneidet, gerade in der Zeit auch, wo die Disziplinen näher beieinander sind und nicht so weit auseinander entwickelt. Er wird Medizin studieren, wird Mediziner werden, aber sein Herz gehört den Fischen, wie wir hier schon sehen. Denn diese mit den schwarzen Deckeln hier, diese Gefäße, die stammen aus der Bloch'schen Fischsammlung. Und das ist, wenn wir uns so sammlungsgeschichtlich uns das Ganze angucken, was ist denn nun das älteste Objekt, was sind die ältesten Objekte, mit die ältesten Objekte, die wir tatsächlich hier bei uns im Museum haben. Die stammen aus dieser Bloch'schen Fischsammlung. Und Bloch war eben ein durchaus national, in Teilen sogar international anerkannter Fischspezialist, den kann man als führenden Ichthyologen in der Zeit durchaus beschreiben. Und er hat auch mit der Akademie der Wissenschaften beispielsweise zusammengearbeitet, aber Obacht, er durfte sie nicht betreten. Er hat mit ihr zusammengearbeitet, aber er durfte sie nicht betreten. Warum nicht? Weil er jüdischen Glaubens oder wie man damals eher noch geschrieben hat, mosaischen Glaubens war. Und solche Menschen durften damals in der Akademie offiziell nicht auftauchen. Der hatte da Kontakte, der hat Briefe geschrieben und so weiter, aber der durfte da beispielsweise auch nicht Mitglied werden, was ja eine der höchsten Ehren ist, ne? Mitglied der preußischen oder Berliner Akademie der Wissenschaften zu werden. Die meisten seiner Forschung hat er aus dem eigenen Einkommen finanziert. Als Arzt hat er eben das eine oder andere verdient, das hat er umgesetzt in seine Forschung. Aber nach den ersten 3 Bänden dieser ökonomischen Naturgeschichte der Fische hat das nicht mehr gereicht. Und er hat sich dann quasi so eine frühe Form von Sponsoring oder Werbung oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, ausgedacht. Er hat dann für besonders schöne Platten, also so Druckplatten, wo dann die Fische auch in ihrer Farbigkeit und so weiter dargestellt wurden, ausgedacht, dass er darüber den Namen schreiben lässt, einer Person. Die darf dann nicht den Namen des Fisches bestimmen, aber ihr Name steht dann eben drüber. Da würde dann zum Beispiel Marc Jerusel oder Tom Werner drüber stehen. Und dann hätten wir da eben 5 Taler oder sowas bezahlt und dafür wäre für alle Zeit, solange die Bücher existieren, jeweils unser Name. Und das hat er, glaube ich, so 250 Mal gemacht, ne? Bei 250 Platten. Er hat ja viel mehr Fische beschrieben und damit hat er eben einen guten Teil dieser Arbeit finanziert. Er wollte dann folgend eigentlich nochmal ein neues Werk auflegen. 12 Bände sind schon eine Menge, aber eigentlich wollte er noch ein großes Werk schreiben. Eine lateinische Geschichte der Fische.
Das ist dann aber nicht mehr geworden. Es gibt einen Nachfolger dann in Teilbänden heraus. Das hat er dann leider nicht mehr geschafft. Und von den 1500 Fischen, die er gesammelt hat in seiner Zeit, soweit wir das überblicken können aufgrund der Archivüberlieferung, ne, Listen, Briefe und so weiter, haben wir etwa 800 hier in unserer Fischsammlung. Also etwa die Hälfte seiner Sammlung haben wir tatsächlich hier noch im Haus. Das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Eine Frage gibt's, und zwar, wenn wir mal ein Stück laufen, ja. Ist da ein grünes Glas, so sah das zumindest aus. Es ist aber nicht wirklich grün, das da unten. Das hier? Ja, die Frage war, warum ist das grün? Das liegt wahrscheinlich an dieser Folie oder was da noch mit drin ist. Ja, also das ist nicht die Flüssigkeit, nee. Sondern das ist wahrscheinlich zur Anschaulichkeit. Genau, kann ich mir vorstellen. So ein Blatt mit drin sieht man jetzt auch von der Seite, ja. Bei dem Präparat dahinter auch. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man dann das Tier besser sehen kann durch den Kontrast. Ja. Die Farbe ist eigentlich immer ähnlich, so gelblich, beige. Je heller, desto besser, je dunkler, desto schlechter. Je dunkler, das heißt, umso länger liegt das Tier schon drin und umso mehr hat der Alkohol da schon rausgearbeitet. Denn der Alkohol, der löst ja so ein Stück weit die Farben. Und deshalb sieht das hier auch alles so einfarbig aus. Ne? Fische, da haben wir so auch ein Findet Nemo jetzt quasi mal im Hintergrund, so vor Augen, wow, so ein Korallenriff, so ganz bunte, vielfarbige Fische. Das ist hier alles so ein bisschen einfarbig. Das ist der Nachteil der Aufbewahrung im Alkohol. Der löst die Farben, weil er Fette löst. Genau. Und damit ist das hier eher einfarbig. Aber das hier liegt an dieser Tafel, diesem Karton, was immer das ist, was da die Kollegen reingestellt haben. Da müssen wir mal entweder den Herrn Bartsch fragen, den Kustos, oder die Frau Assel, die Sammlungspflegerin. Ja, ich gehe stark davon aus, dass man es einfach besser erkennen kann. Genau. Manchmal sind die Antworten doch einfach, hoffe ich, genau. Falls wir es nicht falsch setzen. Dass die Tiere komplett bedeckt sind von der Flüssigkeit. Manchmal sieht man, dass es das so ein bisschen eng wird. Wenn es nur ein ganz klein bisschen rausguckt, hier hat man ja den Eindruck, es guckt so ein ganz kleines Müh raus. Das ist noch nicht so schlimm, solange das noch nicht trocken fällt. Kann man sich vorstellen, mit so einem Stück Holz, was im Wasser steht, irgendwie von so einem alten Steg zum Beispiel, ne? Solange das immer wieder von den Wellen überspült wird und nass sein, hier übersetzt mit dem Alkohol, bleibt das erhalten. Wenn das einmal richtig trocken werden würde, dann gäbe es ein Problem. Deshalb ist manchmal oben noch so ein Tuch drüber gelegt. Genau. Damit das feucht bleibt. Und deswegen haben wir ja auch unsere Collection Manager und genau. Kuratorinnen, die das immer wieder überprüfen können und das immer wieder nachfüllen, damit das immer alles schön frisch bleibt. So, ich würde jetzt den Markt nicht weiter quälen wollen mit der Kälte. Wir gehen mal wieder ins Warme. Okay. Ja, und kommen wir zu Tieren, die ein bisschen kuscheliger sind, die uns irgendwie ein bisschen näher sind vielleicht auch, ja? Weil es gab noch eine Frage zur Dachsammlung. Gibt es auch noch originale Gläser von Bloch oder wurden sie alle ersetzt? Da gibt es noch Originale. Ja, die sieht man auch da, ne? Genau. Genau. Die mit den schwarzen Deckeln, ja. Das sind noch originale Gläser von Bloch. Genau, und was der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, ist die Trockenfischsammlung. Da gibt es auch noch einige Präparate, da vielleicht mal bei uns im Instagram-Feed stöbern, die wurden auch schon mal gezeigt. Also die sind für die Wissenschaft nicht mehr, also Wissenschaftshistorie genauso relevant, aber es hat ja einen Grund, weshalb wir die Tiere gerne in Alkohol einlegen, ne? Weil die dann einfach mehr hergeben für die Forschung. Jetzt noch mal eine Frage von mir. Kennt jemand noch diesen jungen Herrn? Also ich schon. Du darfst nicht mitspielen. Du musst es wissen. Ja, fang schon mal an. Na, das ist ein Eisbär, der war vor einigen Jahren mal weltberühmt, ne? Hier im Berliner Zoo. Geboren hier im Berliner Zoo, gelebt und hier im Berliner Zoo an einer Hirnhautentzündung verstorben. Und so ähnlich berühmt, wahrscheinlich noch viel berühmter als er, Knut heißt der kleine Kerl. Genau, die meisten wurde auch jetzt schon eifrig kommentiert. Sehr gut. Ja, also die meisten haben den so vor Augen, als so eine kleine Kugel, ganz weiß mit so zwei schwarzen Knopfaugen, der so einem schlanken Pfleger da hinterherläuft irgendwie. Ja, das ist Knut und der hier war viele Jahrzehnte vorher ähnlich berühmt, wahrscheinlich sogar noch berühmter, weil das damals noch viel spezieller war, dass es einen lebenden Gorilla im Zoo gab. Ne? Gerade diese großen Tiere, einen Gorilla zu sehen, war schon schwierig, sei es jetzt auf dem Bild oder einem Foto, lebend sogar dauerhaft im Zoo, das war eine ganz besondere Geschichte. Und damit sind wir bei einem Thema, Zootiere,
Zusammenarbeiten Museum für Naturkunde und Zoo, das fängt eben auch schon im 19. Jahrhundert, in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Da ist wiederum ein Mann ganz wichtig, wie so oft hier, wir reden halt bis auf eine Ausnahme ganz am Ende über Männer. Das ist Martin Hinrich oder Heinrich Lichtenstein aus Hamburg. Der Hinrich lässt ja schon so ein bisschen drauf schließen, dass wir in Richtung Norden unterwegs sind, so vom Namen her. Das ist jemand, der hat auch wieder zuerst Medizin studiert, war dann einige Jahre Leibarzt eines Gouverneurs im südlichen Afrika, hat dort so die Tierwelt kennen und lieben gelernt, so große wilde Tiere, und hat da auch gesammelt, hat die sich angeguckt und war da ganz begeistert. Und der kommt dann eben zurück nach Deutschland, kommt nach Berlin, und da kann man wirklich sagen, der ist genau im richtigen Moment am richtigen Platz. 1810 wird die Universität gegründet, ihr erinnert euch, dieses Gebäude, was so furchtbar vollgeknallt war mit Sachen, sodass man dann hier später das Museum an diesem Ort gebaut hat. Da wird er der erste Professor für Zoologie. Er ist halt einfach im richtigen Moment da, da ist ein junger, begeisterter, interessierter Typ. Man braucht bei der neuen Uni neue Professoren. Und bei so Neugründungen ist es ja manchmal so, dass da nicht gleich alle hinwollen. Ne? Heute ist die Humboldt-Universität berühmt, haben die keine Probleme mehr, Professoren oder eben auch Professorinnen zu finden. Aber damals so ganz neu, da ist man ja vorsichtig, da will vielleicht auch nicht jeder weltberühmte Zoologieprofessor aus, keine Ahnung, Heidelberg, Tübingen oder sonst wo herkommen. Und da hat er eben die Chance gehabt, diese Professur zu übernehmen. Und kurze Zeit später hat er dann eben auch die Chance, 1813 ist das dann, glaube ich, nach dem Tod von Karl Illiger, dem ersten Chef des Zoologischen Museums, dann entsprechend im Zusammenhang mit der Uni jedenfalls, dessen Posten zu übernehmen. Ist also Professor für Zoologie und Chef des Zoologischen Museums, eines der drei Museen, die ein Teil ist des gesamten Naturkundemuseums. Ne, ihr erinnert euch, Paläontologisches Museum, Mineralogisches Museum, Zoologisches Museum. Und diese Tätigkeit führt er dann über viele Jahre fort. Das führt dann auch zu Kontakt mit Goethe, der leider aber die Sammlung hier nie besucht, der die nur kennt aus Katalogen, aus Beschreibungen und sagt, was für eine wunderbare Sammlung, wie toll, wie interessant und wie gerne ich doch mal Tage da verbringen würde, um mir diese vielen Schönheiten, verschiedenartigen Sachen anzugucken. Denn Goethe wird ja auch oft vergessen, ist nicht nur ein weltberühmter Literat, sondern auch ein ziemlich wichtiger Naturwissenschaftler in seiner Zeit mit seiner Farbentheorie, der Entdeckung des Zwischenkieferknochens und viele andere Sachen mehr entsprechend. Und wenn wir jetzt schon bei Kultur sind, da gehört bei Lichtenstein natürlich noch eins dazu, die Musik. Und als ganz kleiner Junge soll er noch von Carl Philipp Emanuel Bach beim Klavierlernen unterstützt worden sein. Später wird er ein Freund von Karl Maria von Weber, kennt vielleicht einige, Oper Freischütz und solche Geschichten. Ne? Und singt dann über 40 Jahre im Chor der Singakademie und so weiter. Ne? So dieser kulturelle Bereich war für ihn ganz wichtig. Das ist für uns heute manchmal so ein bisschen merkwürdig, ne? Dass ein Wissenschaftler auch so im kulturellen, musikalischen Bereich tätig ist. Das ist eigentlich lange Zeit sehr verbreitet. Da kann man sich auch Leute wie Max Planck und Albert Einstein angucken, ne? Die dann zumindest so Hausmusik gemacht haben, die Violine gespielt haben, Klavier gespielt haben und so weiter und so fort. Und bei Lichtenstein ist es sogar so, dass er später in so eine Kommission berufen wird, wo es um Urheberrechte im Bereich der Musik geht. Ne? Wo dann eine neue Institution gegründet wird, die das überprüfen soll, weil es jetzt zum ersten Mal Urheberrechte gibt in der Musik, dann zweiter Hälfte 19. Jahrhundert. Und da ist er in dieser Kommission als ausgemachter Fachmann, weil er dann eben einschätzen muss, ist das wirklich was speziell Geschriebenes oder ist das nur so eine kleine Abwandlung von was, was es schon gibt. Aber zurück zu uns. Es reicht ihm nämlich noch nicht, das alles zu machen. Eigentlich möchte er noch eine neue Institution in Berlin haben, einen Zoo, und zwar einen richtigen. Nicht so einen kleinen Privatzoo, wie es ja hier schon mal gab, um die Ecke, die sogenannten Reußischen Gärten, ne? Da wo jetzt ein Teil der Humboldt-Universität untergebracht ist und quasi auch ein Teil der Charité, sondern einen richtig großen Zoo, wo man eben große Tiere, idealerweise auch aus Afrika und Asien und Amerika und so weiter zeigen kann. Und so wird er dann in den 1840er Jahren tatsächlich auch der erste Direktor des Berliner Zoos. Ne? Also Professor für Zoologie an der Universität, ist Chef des Zoologischen Museums und ist Chef des Zoologischen Gartens. Und all das bleibt er bis zu seinem Tod Ende der 1850er Jahre. Und seine Nachfolger, die meisten jedenfalls, oder einige, sagen wir mal, werden auch diese beiden Ämter, also Chef des Zoologischen Museums und Chef des Zoologischen Gartens, gemeinsam weiterführen. Und daher rührt eben auch diese Tradition, dass wir solche berühmten Tiere aus dem Zoo bekommen. Das ist ja für manche Leute schon ein bisschen merkwürdig, dass die hier sind jetzt, aber ich denke, das ist durchaus der richtige Weg, weil so muss man die Tiere nicht irgendwo in Afrika, in der Arktis oder sonst wo jagen und erschießen, sondern bekommt sie, wenn sie dann im Zoo versterben. Und kann sie dann eben präparieren, kann sie ausstellen, kann den Menschen damit diese Tiere zeigen, kann ihnen was beibringen über deren Lebensweise, über die Umgebung, was die so brauchen, was da gut klappt, was da weniger gut klappt. Ne? Und da gibt es eben diese beiden hier, aber auch natürlich Bao Bao, die Ozelots und so weiter. Da haben wir ganz viele Tiere, die für diese Traditionslinie stehen, Verbindung von Zoo
und Naturkundemuseum hier. Jemand möchte wissen, wie groß der Gorilla ungefähr ist. Hast du Zahlen und Fakten? Ist der wahrscheinlich so 1,75 Meter, 1,80 Meter groß. Ja, ne? Wir sehen, der hat relativ kurze Beine, aber da ist schon noch ein bisschen was da. Der ist schon relativ groß, wobei der im Vergleich zu uns eben relativ kurze Beine hat. Ja, aber einen großen Kopf. Genau, ein Dickkopf sozusagen. Ne? Der ist übrigens nicht ausgewachsen, auch da ähneln sich die beiden. Ne? Also sowohl unser Knut, unser Eisbär, als auch Bobby, der Gorilla, die sind beide nicht ganz ausgewachsen. Das sind so Halbstapel. Also der Gorilla kennt viele sicher, Silberrücken und so weiter. Ne? So weit ist er noch nicht, da hätte er noch ein bisschen kräftiger sein müssen. Okay, aber danke. Aber schon so kräftig genug, ne? Wenn wir uns mal die Hände angucken. Das ist schon beeindruckend. Da kann man sich vorstellen, wenn er damit irgendwo mal zupackt, das lässt er dann noch nicht mehr so schnell los. Und wenn zum Beispiel jetzt so ein Leopard mal ankommt und so ein Gorilla-Junges angreifen will, weil er denkt, das ist ja recht klein und passt gerade so ins Maul, dann hat er relativ schlechte Karten, wenn einer der größeren Gorillas, vor allem der Silberrücken, das früh genug mitkriegt, weil auch das Gebiss ist durchaus beeindruckend. Ne? Ja. Und da kann so ein Gorilla schon mal so einem Leoparden das Lebenslicht ausknipsen. Okay, gibt es Fragen hierzu? Hierzu nicht, aber noch eine Nasssammlungsfrage für den Weg. gibt es auch einen nicht einsehbaren Teil der Nasssammlung, wurde nochmal gefragt. Ja, gibt es. Also der Bereich, den wir gerade gemeinsam besucht haben kurz, das ist ja die Fischsammlung im unteren Bereich, die Schlangensammlung im oberen Bereich und es gibt dann eben die Nasssammlung auch noch für Säugetiere und so weiter. Ja, genau. Also quasi alle Tiergruppen, ihr müsst euch das so vorstellen. Da darf man übrigens nicht drin filmen, deswegen waren wir da auch noch nie, weil da einfach keine Technik drin erlaubt ist. Und es ist nicht ganz so imposant wie natürlich hier unten der Ausstellungsrundgang, aber von der Menge her, ich würde behaupten, vielleicht sogar noch mehr. Genau, in der Summe ja. In der Summe ja. Wie gesagt, zwei Etagen noch drüber und die sind eben vor allem aus technischen Gründen nicht zugänglich. Und nicht Film hat halt mit elektrischen Ladungen und so zu tun. Ne? Also nicht das Film als solches wegen Bildrechten oder so, sondern das Problem, dass da irgendwas in die Luft gehen könnte. Genau. So, wir gehen ja durch das System Erde. Das wäre sicherlich ein Bereich, der für Humboldt, Ehrenberg und so weiter sehr spannend wäre. So Kontinentalverschiebung und so. Sowas hatten die ja noch nicht auf dem Schirm. Ne? Das dauert aber noch ein bisschen. Das hat sich auch schon wahnsinnig interessiert. Durchaus überrascht. So, dann sind wir jetzt hier im Sonnensystem. Also das lassen wir links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schauen nochmal auf unsere Wunder. Ne, viele schöne, interessante, komische, merkwürdige Tiere. Bleibt mal hier bei den Vögeln stehen, weil die so ein bisschen im Zentrum stehen, auch wenn wir jetzt über einen Mann reden, von dem wir faktisch nichts zeigen können. Wir haben von dem Mann einiges in der Sammlung, zeigen es aber nicht, weil das alles vom Zustand her und so weiter recht schwierig ist. Das wäre Friedrich Sello, über den wir im Podcast auch schon geredet haben. So ein junger Mann, der relativ früh schon, das ist wirklich junger Mann, nach Südamerika geht und zwar ganz bewusst nach Brasilien. Warum nach Brasilien? Weil da so ein anderer Typ, sage ich jetzt mal sehr salopp, nicht hingekommen ist. Und das ist dann wiederum Alexander von Humboldt. Ne? Der hatte ja eine Genehmigung vom spanischen König und Brasilien gehört ja bekanntermaßen zu Portugal, jedenfalls damals als Kolonie. Und insofern kommt er da nicht hin und Friedrich Sello will eben ganz bewusst nach Brasilien, weil das noch fehlt auf der Landkarte und tatsächlich ja fehlt. Ne? Im Sinne der genauen Erforschung, Arten entdecken, sei es Pflanzenarten, sei es Tierarten, sei es kulturelles entsprechend und der dann dorthin fährt, erstmal übrigens mit Geld aus London. Da gibt es eine Reihe von so Botanikern, Schrägstrich, Vogelsammlern, Sammlern überhaupt, die geben ihm Geld, dass er dort durch die Gegend fährt. Und das ist so ein Punkt, den haben wir heute fast vergessen, der heute auch nicht mehr so die Rolle spielt. Lange Zeit im Sammeln, so im Sammeln von Tieren, Pflanzen, war ganz wichtig das Verkaufen. Bei Friedrich Sello zum Beispiel steht dann so in Beschreibungen, die in preußischen Akten sich erhalten haben, der Mann ist an der Sache selbst interessiert, wo man sich denkt, na klar, deshalb ist er ja da, oder? Viele sind aber gar nicht so sehr an der Sache interessiert, sondern die sammeln halt Schmetterlinge ein, weil die wahnsinnig bunt und schön sind und weil man die für verdammt viel Geld verkaufen kann. Ne? Dieses Sammeln von Tieren, das hat sich ja in Teilen so an einigen Stellen bis heute erhalten, so, hat ja damit zu tun, dass man es verkaufen kann, dass man damit viel Geld machen kann. Und Friedrich Sello ist aber eben offensichtlich tatsächlich wirklich an den Tieren interessiert, will das ganz genau wissen. Und wir haben eben hier bei uns in der Historischen Forschungsstelle, wo wir ein paar Sachen zu Humboldt haben, wo wir von Ehrenberg über 1000 Schriftstücke beispielsweise haben, haben wir auch vieles von Friedrich Sello, der dann eben nach einer Weile endlich
auch Geld vom preußischen Staat bekommt, ne? Und dann immer wieder Aufträge auch bekommt, relativ konkret, was er da machen soll, in welche Gegend er gehen soll, in welcher Art und Weise er die Dinge einpacken, nach Berlin schicken soll. Und so bekommen wir im Laufe der Zeit einige hundert Vogelpräparate beispielsweise. Er schickt aber auch ganz viele botanische Präparate nach Berlin, die natürlich nicht bei uns sind, sondern im Botanischen Garten, weil das ja räumlich institutionell getrennt ist. Aber auch viele andere Tiere, Insekten, Schmetterlinge, Spinnentiere und so weiter und so fort, das sammelt er. Weil es eben besonders viele Vögel waren, oder vielleicht von der Anzahl natürlich wiederum nicht, sondern eher Insekten, aber die Vögel sind immer recht präsent, wenn man sich so anguckt, Literatur über Friedrich Sello, Darstellungen über ihn und sein Sammeln. Wir haben eine ganze Reihe von Vögeln aus dem südamerikanischen Bereich von ihm, die wir aber eben nicht ausstellen können, weil die von der Erhaltung einfach nicht mehr so sind, dass man die ausstellen kann. Das hat eben damit zu tun, dass sie sonst zu lange im Licht werden, und das kennt man von Papier, was in der Sonne liegt und so weiter. Und Vögel tun ja eins den lieben langen Tag neben dem Lärm machen und umherflattern. Sie putzen sich immer wieder ihr Gefieder und ziehen die Federn glatt, haben ja so Drüsen am Schnabel, die so eine Art Fett produzieren, womit die Federn immer wieder eingeschmiert werden, was dann dazu führt, dass die eben schön fest bleiben, dass sie wasserdicht sind, dass die Farben erhalten bleiben. Und das ist ja nun, Friedrich Sello stirbt ja dann auch wiederum in den 1830er Jahren, seit fast 200 Jahren nicht mehr passiert. Und insofern, auch wenn die eigentlich noch in einem guten Zustand sind, und jetzt nicht, wenn man die Schublade aufmacht und sich dann so einen Vogelbalg rausnimmt, dann ganz furchtbar schlecht aussehen, aber man kann sie eben nicht mehr dauerhaft zeigen, weil dann würden sie kaputt gehen. Das halten sie nicht aus. Und hier sind eben besonders präparierte Tiere zu sehen, die dann eben nicht nur ein Balgpräparat darstellen, sondern eine sogenannte Dermoplastik, ne, wo so ein Vogelkörper nachgebaut wird, dann die Haut mit dem Gefieder drüber gezogen wird, Glasaugen eingesetzt werden, damit das nochmal so richtig schön aussieht und alle sich daran erfreuen können. Das klappt bei den Vögeln sehr gut, bei den Fischen, bei den Schlangen, bei den Amphibien ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil die Haut sich nicht immer so gut präparieren lässt. Da ist manches, der eine oder die andere erinnert sich vielleicht auch, dass das da auf der Seite nochmal so ein bisschen nach Plastik aussieht, ist tatsächlich Kunststoff, weil das sehr schwierig ist. Und dann wollen wir nicht riskieren, dass irgendwas kaputt geht, woran man vielleicht nochmal forschen kann, sondern wird an der Stelle eine Kopie eingeblendet quasi, aber das ist dann auch nachweisbar, nachvollziehbar. Hier hat jemand ganz genau aufgepasst und hat gemerkt, dass da was fehlt. Genau, stimmt. Und ich könnte jetzt aus der Hüfte geschossen nicht mal sagen, was da fehlt. Wir gucken mal auf unseren Tisch. Ah, der Gesell fehlt. Unser Nandu. Unser Darwin-Nandu, genauer gesagt. Richtig, sehr gut aufgepasst. Wunderbar, das war mir jetzt selbst gar nicht aufgefallen. Ich habe mir jetzt einfach so da vorgestellt, wie man das so macht in der Führung und gar nicht beachtet, dass der einfach nur eine Lücke zugedeckt hat. Ja, also ihr müsst wissen, wir haben natürlich auch eigene Präparationswerkstätten, aus denen wir auch schon mehrfach berichtet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass der gerade da ist und einfach entstaubt wird zum Beispiel oder irgendwas, also das, ne? Also, oder nochmal fotografieren. Oder genau, ja, für irgendwelche Publikationen, für Social Media nicht, das wüsste ich. Aber genau, aber sehr gut aufgepasst. Genau. Und hier steht jetzt ganz dick, ne? Nicht reingehen, aber wir gehen ja trotzdem rein. Wir dürfen. Ja, heute schon. Genau, ich auch. Fast schon um 8. Das Haus hat zu, wir können jetzt also nicht mehr einer anderen Gruppe entgegenlaufen und dann die Abstände zu sehr verkleinern, sondern die einzige Frau, die wir heute hier aufführen können, sozusagen. So, wir waren kurz weg. Ich musste mal wieder das Internet wechseln quasi. Aber wo sind wir jetzt? Wir sind im Mineraliensaal, in dem wir ja auch schon mal waren gemeinsam bei anderen Rundgängen. Wir gehen jetzt auf die Humboldt-Vitrine zu. Ja, man kann jetzt hier nochmal nach rechts schauen, da gibt es ja nochmal Christian Samuel Weiß und so weiter, die Kristallstruktur-Geschichte, Gustav Rose und so weiter und so fort. Und hier ganz zentral Alexander von Humboldt. Um den soll es ja heute gar nicht gehen, aber ihr merkt wirklich, ohne ihn kommt man kommt gar nicht weg von ihm, selbst wenn man will. Ja, wir wollen hier nochmal über eine Forscherin berichten. Also in der Vorbereitung habe ich wirklich versucht, Forscherinnen hier im Haus auszumachen, und das ist wirklich schwer. Das ist nicht einfach. Und das beginnt im Grunde erst, sagen wir mal, nach dem Ersten Weltkrieg. Als ganz, ganz vorsichtig so erste Frauen ans Haus kommen, als wissenschaftliche Illustratorin beispielsweise wie Anna Held, wo wahrscheinlich die Grundlage auch für den Erfolg schlicht und ergreifend ist, dass sie mit dem Kustos der Säugetiersammlung Paul Matschi verheiratet ist und damit eben einen Zugang hier überhaupt zum Haus hat. Und dann gibt es noch so ein paar andere Namen, die als Ehefrauen, Partnerinnen so ein bisschen eine Rolle spielen, aber so aus eigener Kraft sozusagen, mit einem Studienabschluss, mit einer Doktorarbeit, mit einer entsprechenden
Stelle irgendwie, das finden wir fast nicht. Und da wäre hier nochmal ganz wichtig, den Namen Ilse Jahn zu nennen. Aus unserer heutigen Perspektive eine Nestorin der Biologiegeschichtsschreibung, eine Frau, die ja grob Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wird, nach dem Ersten Weltkrieg entsprechend, die zu studieren anfängt in Jena Biologie, die einen Mann heiratet, der muss in den Krieg ziehen, in den Zweiten Weltkrieg, den wird er auch nicht überleben, was dazu führt, dass sie als alleinerziehende Mutter ihr Studium aus unserer heutigen Perspektive, würde man sagen, warum, aber aus der damaligen Perspektive natürlich beenden muss. Sie wird sich dann einige Jahre, ich glaube in Chemnitz, als Kunstmalerin durchschlagen. Dann entscheidet sie sich Anfang der 50er Jahre nochmal zu studieren, Biologie nochmal, schließt das Studium ab, ist lange am Ernst-Haeckel-Haus unterwegs. Ernst Haeckel ist vielleicht vielen bekannt, als ein Mann, der so tolle Grafiken auch gemacht hat, so von Wassertieren, diese vielen wunderbaren, symmetrischen, schmuckvollen Geschichten, die fast so wie künstlerische Produkte aussehen. Übrigens gehört hat Ernst Haeckel viele seiner Zoologievorstellungen wieder bei Martin Hinrich Lichtenstein, den wir vorhin schon mal genannt haben entsprechend. Und Ilse Jahn wird sich dann eben sehr intensiv mit Haeckel beschäftigen in Jena, wird sich mit einem Briefwechsel von ihm beschäftigen. Haeckel ja wieder wichtig auch für Darwin. Ne? Darwin hat es ja gar nicht so einfach mit seinem Buch 1859, The Origin of Species. Da haben ja viele gesagt, Quatsch. Haeckel ist einer der frühen und ganz, ganz harten Unterstützer entsprechend. Und damit beschäftigt sie sich. Und sie wird dann relativ schnell auf Alexander von Humboldt stoßen, wird seine Jugendbriefe edieren, die sich ja in großen Teilen erhalten haben, spätere eher weniger, wird sich mit vielen anderen in der Biologiegeschichte beschäftigen, wird dann ans Berliner Naturkundemuseum kommen, wird hier Kustodin und wird das schaffen, was wir heute noch kennen, unsere historische Arbeitsstelle, die wir mehrfach schon erwähnt haben, ne? Wo dann eben Dinge von Ehrenberg liegen, wo Dinge von vielen anderen, unterdessen eben Forscherinnen und Forschern liegen und eben auch ein Teil der Humboldt-Sammlung, soweit es eben Papier ist, Briefe, Aufzeichnungen und so weiter und so fort. Wird das entsprechend aufbauen, sodass wir wirklich sagen können, unsere historische Arbeitsstelle wäre eben keine historische Arbeitsstelle, wenn nicht Ilse Jahn hier tätig gewesen wäre. Und für mich als jemand, der Führung macht, ist sie dann nochmal besonders wichtig, weil sie eine der ersten Personen überhaupt und eine der ersten Frauen dann natürlich auch wiederum ist, die sich mit der Vermittlung beschäftigen, mit der Frage, wie kann denn das laufen, Biologiegeschichte auch zu vermitteln. Da gibt es auch entsprechende Werke raus mit anderen Wissenschaftlern gemeinsam. Also Ilse Jahn ist eine ganz, ganz spannende Person, hat bis in die 2000er Jahre noch ganz intensiv publiziert, also quasi bis zum großen Jubiläum auch der Berliner Universität, der Akademie der Charité, das wurde ja ganz groß gefeiert vor 11 Jahren, unterdessen 2010 im Wissenschaftsjahr entsprechend und war wirklich eine ganz, ganz wichtige Frau und damit haben wir wenigstens eine Frau hier, die eben nicht auch nur so ein bisschen irgendwo in der Forschung war, sondern wirklich sehr zentral in der Forschung, sehr zentral auch für das Haus hier tätig war. Insofern alle jungen Frauen, die uns jetzt zugucken, sollen nochmal besonders ermuntert sein, auch nicht nur in die typischen Bereiche zu gehen, die man so Frauen zutraut, sondern durchaus auch in die harten Naturwissenschaften, da werden junge Frauen ganz dringend benötigt. Mit diesem flammenden Aufruf bin ich quasi auch an das Ende meiner Führung gekommen. Bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit und bin natürlich immer noch ein bisschen da, wenn noch Fragen auftauchen oder Kommentare. Genau, vielleicht noch von mir. Also mittlerweile ist, soweit ich weiß, sogar das vom wissenschaftlichen Personal sind die Frauen auf jeden Fall, glaube ich, in der Überzahl sogar. Heute, in der heutigen Zeit. Eine Frage gibt es zum Beispiel noch. Warum gibt es im Museum keine Sammlung von Pflanzen? Weil das ist eine Entwicklung hier in Berlin, da gab es relativ früh den Botanischen Garten schon plus Botanisches Museum. BGBM ist dann immer diese Abkürzung in diesem Bild, was es da gibt entsprechend, weil das eben getrennt war, ist das hier getrennt. Das ist eine historische Entwicklung. In vielen anderen Häusern, also anderen Städten, ist es eins, das Naturhistorische Museum, was weiß ich, in Wien oder in Paris oder so, da gehört das Botanische im Grunde mit dazu, hier bei uns nicht. Ja, wobei wir haben, glaube ich, sogar ein kleines Herbarium, da wird auch dran geforscht. Und wir haben die Paläobotanik natürlich, ne? Genau. Also das heißt, ja, fossile Pflanzen, das passt dann natürlich bei uns wieder ein bisschen besser und da können natürlich dann auch wieder Vergleiche zwischen den fossilen Stücken und den modernen Stücken gezogen werden. Damit man sich angucken kann, was denn unsere Tiere, die wir hier ausstellen, an denen wir forschen, dann auch mal so gefressen haben.
Ja. Apropos Paläobotanik, wir betreiben ja auch Paläozoologie. Wenn euch der Name Johannes Müller mal unterkommt und ihr euch auf einmal wundert, da wurde doch erzählt von Tom letztens, der wäre schon lange tot und hat da seine Figur vor dem Museum. Wir haben auch einen lebenden Johannes Müller im Museum. Der macht nämlich Paläozoologie und ist für unser CT zuständig, also für diesen Computertomographen und so weiter. Ne? Also der Name Johannes Müller taucht in der Biologiegeschichte mindestens zweimal auf. Bei dem Nachnamen aber fast nicht überraschend. Genau. Gut, dann vielen Dank an dich, Tom. Ich habe ja schon ganz viel Applaus und Dankeschöns erhalten per Kommentar. Die gebe ich hiermit feierlich weiter. Danke. Danke auch an alle, die zugeschaut haben. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, wobei wir jetzt im Sommer etwas weniger Livestreams machen werden, wegen des schönen Wetters. Aber auch wenn wir wieder geöffnet haben, bleiben wir natürlich am Ball, was die digitalen Formate betrifft. Wir sagen danke und tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.